All that on each side of my sunshine things in the country with tattoo. Fast 100 Nationen sind mittlerweile an den Angriffen auf den sogenannten Islamischen Staat beteiligt. Über 60 Staaten im US-Bündnis, 4 werden von den Russen angeführt und 34 sind in einer arabischen Koalition. Mit dabei, kein Witz, Somalia und die Malediven, die ja bekanntlich weniger Einwohner haben als Bochum. Bereits über 10.000 Angriffe flog die US-Koalition, wie es so schön heißt, klingt halt insgesamt harmloser als bombardieren. Allein im letzten Jahr warf die Koalition rund 22.000 Bomben auf den IS. Und bei den meisten Angriffen gab es natürlich auch zivile Opfer. Das sind dann die sogenannten Kollateralschäden. Und die gehören laut US-amerikanischem Fernsehen ja halt nun mal dazu. One official telling CNN, the US was willing to risk up to 50 civilian casualties in this area to get the building, to destroy the building. Bis zu $200,000 kostet eine moderne Bombe. Es ist ein klassisches Wegwerfprodukt. Geld in den Sand gesetzt, könnte man sagen. Worüber sich vor allem, ja, der Hersteller freut. Das sind in dem Fall die sogenannten Sicherheitsunternehmen, wie sich die Rüstungsindustrie gerne selber nennt. Sehen wir uns mal die Börsenkurse von 3 Firmen an, die zwischen 2013 und 2015 Bomben und Flugzeuge AK Sicherheit geliefert haben. Bombenstimmung herrscht bei Lockheed Martin mit einem Plus von 116%, bei Raytheon plus 100% und dynamisch geht es auch bei General Dynamics zu, immerhin noch mit einem Plus von schlappen 83%. Wenn Bomben fallen, steigen Börsenkurse. Die Lager leeren sich und neues Zeug muss her. Und wenn der Syrer sein Haus verliert, kann sich der Aktionär auch noch eine Yacht leisten. Wer einsteigen und investieren will, sollte schauen, welche Firmen an die Saudis liefern. Denn die kaufen gerade kräftig ein, vor kurzem nochmal 30.000 modernste US-Bomben. Ja, Öl macht sexy und bing, Scheiß auf Menschenrechte. Die Sonderbehandlung Saudi-Arabiens wird auch deutlich, wenn man es mit Ländern vergleicht, über die wir ein Waffenembargo verhängt haben. In der Region Irak, Iran, Jemen, Eritrea, Sudan, Libanon, Aserbaidschan, Armenien und Libyen. Nur das Königreich darf nach Herzenslust shoppen. Nicht nur Bugattis, sondern auch Hellfires. Übrigens, auch für China gilt immer noch das Waffenembargo von 1989. Also seit der blutigen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Auf Plätzen Demonstranten niederschlagen, sowas würde Saudi-Arabien niemals tun. Die Demonstranten vom Perlenplatz in Manama wollen sich nicht vertreiben lassen. Sie sind mit Steinen, Stöcken und Beilen bewaffnet. Doch den Sicherheitskräften Bahrains gelingt es mit Unterstützung ausländischer Soldaten aus Saudi-Arabien, den Platz zu stürmen. Schüsse, Tränengas, Wasserwerfer. Bei dem brutalen Zusammenprall sterben Menschen. Und selbst wenn ein Embargo steht, kann man das mit so einer Art, ja, sagen wir mal, Trick umgehen. So sind zum Beispiel Waffenlieferungen in den Iran verboten. Aber das deutsche G3-Gewehr baut das Land einfach in Eigenregie. Also man exportiert die Knarren einfach in Einzelteilen oder Staaten kaufen Lizenzen oder Technologien für die Produktion ein. Das ist so wie bei IKEA. Hier hast du einen Bausatz und die Bauanleitung, schraub mal selber zusammen. Auf der Seite des MIC, der Military Industries Corporation von Saudi-Arabien, da steht es deutlich. G3 Semi-Automatic Rifle. It was first developed in the 1950s by German manufacturer Heckler & Koch. The G3 is manufactured by IMC under a special manufacturing license. Beim Thema Kleinwaffen, die sind die eigentliche Pest für diese Welt. Insgesamt sind rund 900 Millionen davon im Umlauf, also rechnerisch für jeden 8. Menschen eine. Passt noch nicht mal in ein Fußballstadion oder ins Saarland. Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr bis zu 100.000 Menschen durch Kleinwaffen. Knarren halten ewig und jeder kann damit umgehen. Naja, also fast jeder. I just fucking shot myself. Solche Waffen in Krisenregionen zu liefern, ist natürlich ja, besonders heikel, würde ich sagen. Aber um sicherzustellen, dass unsere Präzisionswaffen auch da bleiben, wohin wir sie liefern,
gibt es ganz nach deutschen Beamten eine sogenannte Endverbleibserklärung. Ja, die werden wahrscheinlich so ernst genommen wie die AGBs von iTunes. Ja, ich erkläre mich einverstanden, müssen aber formal korrekt sein. Dabei ist unter die Unterschrift der Name des Unterzeichners deutlich lesbar, zum Beispiel in Druckbuchstaben oder mit einem Stempel zu setzen. Bei einschlägigen Sachverhalten ist eine Erklärung aufzunehmen, dass das exportierte Gut nicht für Menschenrechtsverletzungen missbraucht wird. Außerdem muss man eintragen, wofür man die Waffen benutzen will. Also im Falle der kurdischen Peschmerga zum Beispiel, only be used for killing IS fighters, not Turkey. Ja, und mit einem solchen Dokument in der Tasche kann man dann bedenkenlos Waffen liefern. Wie können Sie denn sicherstellen, dass die Waffen, die Sie jetzt der Peschmerga geliefert haben, nicht auf einmal bei der PKK landen? Haben Sie da irgendwelche Sicherheiten eingebaut, dass das nicht passiert? Wir haben dort die Endverbleibserklärung. Die Endverbleibserklärung ist auch unterschrieben, auch von unseren Partnern dort in der Region. Und damit ist es sichergestellt. Zugegeben, Waffenexporte zu rechtfertigen ist kein ganz einfacher Job. Ist ja auch logisch, denn die positiven Argumente sind moralisch gesehen nicht so bequem. Klar, es könnte so einfach sein, zack, eine Blume ins Haar und Friede. Das funktioniert aber nicht. Und natürlich gibt es auch Argumente für Waffenexporte. Nur interessanterweise ist es ziemlich schwierig, einen offiziellen Fürsprecher jenseits der Waffenlobby zu finden. Das allgemeine Hauptargument, die Nachfrage nach Waffen seitens der Bundeswehr und der NATO-Länder sei nicht ausreichend, um die Firmen am Leben zu halten. Um also unsere Sicherheit, unseren Lebensstandard und den technischen Vorsprung zu gewährleisten, müssten Waffen auch an Drittländer exportiert werden. Und Politiker argumentieren dann lieber ganz konkret, wie sollen sich denn die Peschmerga bitte verteidigen? Das Thema berührt aber auch schnell die Frage nach dem eigenen Weltbild. Gehe ich als Realist von einer schlechten Welt aus, in der sich Kriege eben nicht vermeiden lassen, oder glaube ich an den menschlichen Fortschritt und die Zivilisation? Helmut Schmidt meinte dazu, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Während Mahatma Gandhi sagt, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und wen das alles nicht interessiert, der fliegt halt auf die Malediven. All inclusive.